was ihr jetzt heute im Nachmittag macht, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt zum Herrn Schober vom Wiener Bücherschmaus, um mir zu sagen zu lassen, was es im Mai für Veranstaltungen gibt. Der Herr Schober hat mir übrigens gesagt, dass er so ungern vor der Kamera steht. Naja, schauen wir mal, vielleicht entlocke ich ihm ja was. Hier muss ich euch unbedingt die schönen Schaufenster zeigen, die es da beim Bücherschmaus immer gibt. Der Schwerpunkt dieses Mal ist Märchen. Und ein anderer Schwerpunkt jetzt gerade ist Garten, logischerweise wegen der Jahreszeit. Und da gibt es auch eine schöne Schreibwerkstatt dazu am 21. Mai über Zauberpflanzen und Märchengemüse. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber eine Leidenschaft von mir sind ja Bilderbücher. Ich kaufe mir welche, obwohl ich keine Kinder habe und schon erwachsen bin, weil ich sie einfach schön finde. Und davon gibt es da drinnen unten im Bücherschmaus Gebrauchten und da gibt es aber dann auch noch neue Bilderbücher. Und für alle, die sich für Märchen interessieren, da gibt es natürlich auch tolle Sekundärliteratur, unter anderem den berühmten Bruno Bettelheim oder hier auch noch andere Bücher. Und da muss ich jetzt nochmal reinschauen, weil das finde ich spannend. Jetzt komme ich zu den Buchvorstellungen für den Mai. Das sind diese vier Bücher, die wir uns ausgesucht haben. Ich beginne mit einem der berühmtesten Theaterstücke von Thomas Bernhard, Heldenplatz, immer aktuell, gerade jetzt zur Zeit. Und es gibt ja auch noch andere Thomas Bernhard Bücher. Ein besonderes Fundstück ist dieses Buch hier. Das ist nämlich ausnahmsweise nicht gebraucht, sondern ganz neu und frisch, Steffi Sargnagel, Fitness. Übrigens könnt ihr hier im Bücherschmaus nicht nur gebrauchte Bücher kaufen, sondern euch auch jedes Buch neu vom Auslieferer hierher liefern lassen und bestellen. Aber ich mache jetzt noch weiter mit den Buchvorstellungen. Ich habe nämlich im englischsprachigen Regal meinen absoluten Lieblingsband aus der Harry Potter Serie entdeckt. Finde ich ja, dass The Prisoner of Azkaban nicht nur, also der dritte Band der Reihe, nicht nur das beste Buch ist, sondern auch der allerbeste Film von allen Verfilmungen. Und am Ende der Buchvorstellung noch ein ganz spezielles Projekt, nämlich Amazi von Bernadette Kowalik. Das ist ein Bilderbuch. Darin steht eine Geschichte, die in Uganda spielt und die Fotos sind von einem echten Charity-Projekt und die Illustrationen sind teilweise von den Kindern und zwar sowohl in Afrika als auch in Deutschland gemacht. Alle Einnahmen kommen dem Verein hoffnungspenden.de zugute und ihr könnt es hier im Bücherschmaus kaufen. Jetzt gibt es einen Kaffee und zwar einen original türkischen und ich bin schon sehr gespannt. Ja, noch der Licht. Abschrecken, ganz wichtig. Ja. Das ist eine eigene Kunst mit dem türkischen Kaffee. So, der türkische Kaffee vom Herrn Schober im Bücherschmaus, der war richtig, richtig gut und auch richtig, richtig stark. Und mit der Energie vom Kaffee in den Adern stelle ich euch jetzt noch die restlichen Veranstaltungen vor, die im Mai dann im Bücherschmaus sein werden. Am kommenden Montag, den 2. Mai, gibt es gleich eine Lesung und zwar Günther Zäuner liest aus Halbseidenes Wien und Alles Internet. Am Montag, den 9. Mai, gibt es dann eine Lesung mit Diskussion zum Thema Klöster, die ihre Pforten für Leute zur Selbstfindung öffnen. Ja, dazu fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mich neulich mit Leuten unterhalten und bin draufgekommen, dass in Deutschland die meisten Lesungen in den Buchhandlungen ja was kosten. In Österreich sind die Lesungen hingegen meistens gratis. Sollte es beim Bücherschmaus mal einen Eintritt geben, wie bei dem Vortrag mit Lesung, dann geht aber der Erlös oft direkt dem Bücherschmaus zu. Am 23. Mai gibt es übrigens eine interessante Veranstaltung. Franz Emil Stillenpey und Reta Karljanen. Das ist eine Lesung. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wer bitte ist Franz Emil Stillenpey? Stellt sich heraus, es ist der einzige finnische Literaturnobelpreisträger. So spricht man seinen Namen wirklich aus. Franz Emil Sidlampe. Am Montag, den 23. Mai, wird seine Übersetzerin Reta Karjalainen aus seinem Werk vorlesen im Bücherschmaus. Jetzt gerade bin ich auf echt noch was total Spannendes draufgekommen. Und zwar ist am Montag, den 30. Mai, die Lesung Das Lächeln meiner Mutter von Marie Sellier.
Und diese Marie Sellier ist eine total bekannte Jugendschriftstellerin aus Frankreich und sie hat auch 5 Dokumentarfilme gedreht. Ihr Jugendbuch Das Lächeln meiner Mutter, wo es um eine Dienstmagd, die bei Leonardo da Vinci in Frankreich arbeitet, geht, ist jetzt ins Deutsche übersetzt worden und wird dort präsentiert. Und das Buch ist in der Edition bei Nest erschienen, einem Verlag, der sich der französischen und deutschen und zweisprachigen Büchern verschrieben hat. Wie ihr bei den letzten Snaps gemerkt habt, bin ich ja angetreten, um den Bücherschmaus ein bisschen zu unterstützen hier. Aber dass ich auf solche Sachen draufkomme, damit habe ich echt nicht gerechnet. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann findet ihr es hier im Internet, auf der Website vom Bücherschmaus oder auf Facebook ebenfalls unter Wiener Bücherschmaus. Ja, und alle, die in Wien leben, kann ich nur raten, schaut dort vorbei. Es ist eine total tolle Atmosphäre, trinkt einen türkischen Kaffee und kauft Bücher.